Hallo. Und ja, es ist Nacht. Es ist Nacht in Dänemark. Ich bin heute unterwegs in Dänemark. Wir proben nämlich mit unserer Band Fool's Paradise. Und zu Gast ist, beziehungsweise ich bin zu Gast bei Björn in der Küche und Björn ist zu Gast bei Ronz Plattenküche. Genau, So. genau. Genau. Und ja, wir haben heute den ganzen Tag geprobt. Und stellen euch heute gemeinsam eine Platte vor. Eine, die wir beide kennen. Ja, genau. Und ausgewählt ist Frank Zappa and the Mothers of Invention, One Size Fits All. One size fits all. Und jetzt komme ich wieder und da spielt tatsächlich wieder ein Typ mit, bei dem ich Oma Unterricht hatte. Chester Thompson. Chester Thompson hat mir tatsächlich auch seine Warm-ups gezeigt. Und der Hammer ist, die habe ich heute früh gemacht, bevor ich in Altona eingestiegen bin, um hier mit Björn zu proben. Wir beide sind die Rhythm-Section der Prog-Rock-Band, der dänischen Prog-Rock-Band Fool's Paradise. Ja, und da ist du bist das Schlagzeuger Genau, und und Björn ist der Bassist. ja. Und wir machen den anderen beiden so, wir liefern die Basis und machen so ein bisschen Dampf unterm Allerwertesten. Genau. Und die Platte, die kann man immer wieder mal hören. Das ist meiner Meinung nach, also meine Lieblingsphase von Herrn Zappa. Ja, genau. Auch Auch deine? meine, ja. Das ist sowieso, das ist interessante Dinge. Ich versuche nämlich immer rauszukriegen, was die anderen drei so hören. Es ist irgendwie so eine Marotte von mir. Und das ist ja jetzt auch eine Art und Weise, mal rauszukriegen. Also die kann ich jetzt schon mal hören und dann weiß ich, dass Björn die auch mag. Das ist nämlich auch gar nicht so Nein. schlecht, wenn man zusammen musiziert. Nee, das ist das macht Das Sinn. macht Sinn, dass man sich manchmal da so trifft. Oder? Ja. Genau, und so. Also. Und ich habe Frank Zappa in 78, glaube ich, kennengelernt. Kennengelernt. Also als kleine Musik. Okay. Und war auch damals zum ersten Konzert mit ihm. Und ja. 78, glaube ich. In Aarhus erstmal. Habe ich ihn gehört mit diesem Team hier, mit Ja. Napoleon Murphy Brock und George Duke. Ja. Und alles, das war ein fantastisches Konzert. Das ist ja aber, ich habe die wahrscheinlich 75, habe ich die in der Anbauwand bei meinem duften Musiker, dieser Mentor von mir gewesen, bei Eugen Hahn in Eberswalde, Kupperhammer Eberswalde, habe ich die in der Anbauwand stehen sehen und der hatte einen Plattenspieler mit Alkohol abzuspielen. Kennst du das noch? Also Leute, die auch Platten mit Alkohol, also es sollte irgendwie, weiß ich nicht, was es sollte. Also war mal der letzte Schrei, dass man Platten mit so einem Spender mit Alkohol irgendwie abspielt. Das sollte schon gewesen sein, keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall, das war ja noch, also Kupperhammer im Osten, in Eberswalde, bei Berlin. Ich konnte die Platte nicht hören, weil die war teuer. Die hat er ganz viel Westgeld für bezahlt und die stand dann bei ihm im Regal und die wurde nicht abgespielt, weil die durfte nicht kaputt gehen. Nee, und jetzt, sie waren damals auch teuer, auch Ja, in ja. Dänemark, also. Okay, na ja, klar, Dänemark, ja. Also auf jeden Fall. Ich habe sie schon mal gesehen gehabt und aber gehört habe ich sie, glaube ich, zum ersten Mal dann wirklich tatsächlich erst, ich glaube, Zappa habe ich wirklich erst im Westen in den 90ern gehört. Ja, Ja. weil ich war auch dabei. Er hat sein, kennst du die Platte? Nicht stimmt ja nicht. Ich habe die Tinseltown Rebellion, die besaß ich schon in der DDR. Das ist eine Live-Platte mit Winnie Colaiuta. Ja, aber kennst du die Platte auch mit Saba Sudalus? Zu der Luz kenne ich ja, spielt Terry Ja, Bozzio. Ja, das ist cool. da war ich zum Konzert dieses Jahr, da wo es auskam, in Kopenhagen. Wenn die Sudalus kam mit Terry Bozzio. Und Ruf an, oder? Nein, Nee? nicht dabei, da war Eddie Jobson und was heißt das? Ich spiele auch Geige, Ja. französische. Jean Ponty. Jean-Louis Ponty. Genau. Oui. Cool. Ja.
es war echt gut. Gut, also denk dran, Doppeldaumen. Hört zu. Und hört gut hin. Wa? Also hier nochmal, es gibt ja nichts Schlimmeres als Spielung, wenn man Platten zeigen will. Mhm. Ja, ja. Und also ich verspreche euch, ich lerne auch demnächst in die Kamera zu gucken. Ich glaube, Björn kann es besser. Also heute hat einer schon mal in die Kamera geguckt. Und ich habe wieder mal am Tablet vorbeigeschielt. Wir sehen uns. Und ich denke, wir machen das bestimmt mal wieder. Ja, ja. Das können wir machen. Okay, dann tschüss. Tschüss.